Gegner Malta, damals im entscheidenden Qualifikationsspiel für EM 1984 1:12 unterlegen, wirft den spanischen Stars Einnahme von Steroiden vor. Außerdem sollen maltesischen Kicker mittels Zitronen vergiftet worden sein. Die Energie der Spanier war unnormal. Manche hatten Schaum vor dem Mund. Das passiert, wenn einer Steroide nimmt. Ich weiß das, weil mein Bruder Bodybuilder war, sagte der damalige Stürmer Silvio De Manuel in der Sendung Fibo Maldini des spanischen TV-Senders Movistar. In der Halbzeit 3:1 seien ihnen Zitronen angeboten worden, berichteten drei befragten Spieler und Maltas damaliger Nationaltrainer Victor Seri. De Manuel sagte, er habe sich nach dem Verzehr betrunken gefühlt, als hätte ich ganze Nacht Party gemacht. Seri fragte den Teamarzt, könnten sie vergiftet worden sein? Er habe keine Beweise, doch falls es stimme, wäre der Fußball völlig erledigt. Das Spiel am 21. Dezember 1983 in Sevilla genießt in Spanien einen geradezu mythischen Ruf. Die Selección unter Trainer Miguel Muniz musste mit 11 Toren Differenz gewinnen, um sich für Euro zu qualifizieren. Der entscheidende Treffer fiel in der 88. Minute. Leidtragender waren Niederlande. In der Folge gab es Vorwürfe, Malta habe sich bestechen lassen. Der maltesische Verband leitete eine Untersuchung ein, fand aber keine Beweise. Bei der Endrunde in Frankreich schaltete Spanien später in der Vorrunde Titelverteidiger Deutschland aus. José Antonio Camacho, damals spanischer Kapitän, wies Anschuldigungen zurück, wir haben nie etwas genommen. Wenn man alt wird, wird man senil, das ist bei denen der Fall. Die Malteser berichteten, ihnen sei damals seit der Ankunft in Spanien alles verdächtig vorgekommen. Abwehrspieler Emanuel Fabri nannte Schiedsrichter Erkan Göksel, Türkei, den schlechtesten, den ich in meinem Leben gesehen habe.